So, da bin ich wieder, da sind wir wieder, der Roman hält fest am gut erhaltenen Schild. Wir befinden uns jetzt am Messezentrum. Man sieht noch die Säufersonne oder der Sturm oder ein unzufriedener Kunde haben gearbeitet. Das ist unser nächstes Ziel. Ihr seht schon gestern und heute in Salzburg Messezentrum Halle 4, also wahrscheinlich spektakulär groß, ist jetzt die Wildstyle und Tattoo-Messe 23. Ihr wisst schon, Tattoo, das ist das, wo die Frau Gewessler lustig Steuergeld rausballert, wenn sich jemand im berauschten oder nicht berauschten Zustand auf einem Festival bereitschlagen lässt, sich ein Klimaticket, Go Green oder sonstiges grünes Parolenmotiv stechen zu lassen. Wir haben darüber schon ein Video gemacht, der Roman wird es verlinken. Ich habe mich damals schon ausgekotzt, dass ich es spannend finde, dass ich dafür ernsthaft ein Tätowiere. Ihr wisst, das sind körpernahe Berufe, die haben gelitten und der Lockdown und Co. hergegeben hat. Ich habe auch gestaunt, nachdem man den Tätowierer nach dem Lockdown-Wahnsinn ja dann quasi mit der EU-Regelung ihre Farben da mehr oder weniger verboten hat und damit ihr Arbeiten eingeschränkt hat und sie neue Farben kaufen mussten. Ihr wisst, das Reglement der EU geht heiter weiter. Ja, aber wie gesagt, wir stehen eh von Zeit für mehr Grün und weniger Asphalt, ja, mit Zeit für die erste Bürgermeisterin. Ja, ja, genau. Erinnert mich ein bisschen an Ricarda Lang im erschlankten Zustand. Ja, da werde ich jetzt weiter nichts sagen. Nachdem aber demnächst, und wir werden das natürlich noch zeitnah aufgreifen, die Berufungsverhandlung vom Darian stattfinden wird und man das Volk ja da abholen muss, wo es sich tummelt, werden wir jetzt da einfach einmal hinspazieren und ich habe natürlich einmal mehr in hochwertiger Qualität, danke an den freundlichen Unterstützer, ein bisschen Infomaterial mit, nicht, dass ich die Hoffnung habe, dass es viel bringt, aber es geht jetzt in die heiße und damit finale Phase und wie gesagt, so ein Berufungsverfahren kostet Geld. Das heißt, man kann und soll und müsste im Sinne der Solidarität den Darian da weiter unterstützen. Nachdem es hier, glaube ich, heute als Rahmenprogramm bei freiem Eintritt, wer hätte das gedacht, ein Streetfood Festival gibt, das heißt, man kann dann vor dem Messegelände überteuertes Streetfood aus irgendeinem wie auch immer erhitzten betriebenen Fahrzeug, ihr wisst, wir werden alle sterben, genießen und nachdem, wie gesagt, da heute Sonntag und schönes Wetter ist und ein paar Leute zusammenkommen, werden wir da einfach einmal so einen Aufhänger für Darian hier und ja, sonst kann man zum Thema Tattoo eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich natürlich mit meinem Beware Fashion T-Shirt schon wieder brachial böse unterwegs bin, ihr wisst es. Anders als viele anderen jener Menschen, die ja inzwischen Tätowierungen als, wie soll man es nennen, dermatologische Volksseuche betreiben, weil heute ist ja in der Altersklasse zwischen 16 und, nein, nicht, 45, wenn man in ein Freibad geht, also bei uns in Österreich kann man das ja, in Deutschland geht das ja eh nicht mehr so einfach, fast tätowiert. Ja, ob ich das jetzt gut oder schlecht heiße, als selber Tätowierter, mäßig ambivalente Gefühle, egal. Ich hätte einfach gesagt, wir hängen da jetzt nicht die Zettel für Darian auf und ich verweise darauf, dass das Thema Tattoo nicht nur von der Frau Gewessler und der EU aufgegriffen wurde, sondern dass auch ein Freund von mir und nachlesen, der Roman wird es verlinken, konnte man das kürzlich in der Kronenzeitung verurteilt wurde. Der Mann tätowiert nämlich seit einigen Jahren und der hat einem Kunden zugegebenerweise ein bekannterweise, also mir bekannterweise verbotenes Tattoo, aber auch zwei mir nicht bekannte verbotene Tattoos tätowiert und ist deswegen wegen Wiederbetätigung verurteilt worden. Die Wiener Polizisten werden jetzt den Sekt aufmachen, weil für Shampoos reicht das Gehalt nicht in dieser Teuerungslage.
Nichtsdestotrotz, es ist so, dass man, wie gesagt, wenn man in Österreich den Spruch Arbeit adelt tätowiert, dann muss man damit rechnen, eine Verurteilung zu bekommen wegen Wiederbetätigung, und dann kriegt man quasi eine Strafe von 15 Monaten Bewährung. Zur Erinnerung, wenn man einen Mitmenschen krankenhausreif prügelt, kriegt man auch ungefähr dasselbe Strafmaß. Und wenn man quasi als linksvoker Schauspieler mit seinen 110 Gramm Eigenbedarfskokain von Zeit zu Zeit pädosadistische Texte zu 70.000 kinderpornografischen Dateien am Computer verfasst, dann kriegt man 24 Monate. Also damit hätte ich gesagt, sind wir einmal mehr tatsächlich in einem sogenannten Rechtsstaat, und deswegen gehen wir jetzt auf eine Veranstaltung, wo ich meine laut Wiener Polizei, wisst ihr, szenekundige Beamte, kompetent, immer am Puls der Zeit, verbotenen Symbole, wie zum Beispiel ein 13, herzagen darf. Aber nachdem ich ja schon im Intro erklärt hatte, dass man ja Armbandeln kriegt mit dem Kriegsjahr 43 und dem zweifachen 18er Code dazu, ja, wie gesagt, die hätte einmal gesagt, die Wiener Exekutive muss jetzt eine Außenstelle in Salzburg einführen, weil ich glaube, da ist einfach wirklich der rechte Terror total am Werk. Und wenn er das nicht ist, ein Blick über die Grenzen, da fälscht ja Nancy Faeser ganz gerne irgendwelche Statistiken und Berichte, um quasi den rechten Terror zur größten Bedrohung zu sehen, um davon abzulenken, dass die deutsche Bundesregierung die größte Bedrohung für die Bundesrepublik ist. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Die Fakten zu Nancy Faeser könnt ihr euch alle einmal mehr beim Alexander Rauer anschauen. Der hat ganz viele Beiträge zu dieser unglaublich kompetenten Innenministerin. Aber nachdem sie bei uns politisch nicht besser ausschaut und wir ja gar nicht über die Grenze blicken müssen, mischen wir uns jetzt da einmal quasi lustig um das Volk, machen ein bisschen Hinweis für Darian H. Alle, die da nicht wissen, um was es da geht, das kann man googeln, da findet man beim Roman Videos, und da hätte ich jetzt einfach mal gesagt, sind wir raus, bis wir uns dann in Halle 4 zu einem weiteren Echtzeitbeitrag über den heutigen Messebesuch auslassen. Akkreditiert habe ich uns diesmal nicht, weil das hat die letzten Male schon nicht funktioniert. Und nachdem das da nur eine Halle ist und der Eintritt wahrscheinlich dementsprechend teuer sein wird, hätte ich gesagt, alles gehört. Können so, wir uns haben. Da haben wir jetzt Tische für die Fütterung. Fütterung ist immer gut. Da werden wir gleich einmal aktiv werden. Der Roman assistiert einmal ganz kurz und heute halt den ersten Zell. Und ich werde einmal eine andere Musik unterlegen, weil es bis zur YouTube streikt, weil Urheber ergehen. Sonntag ist, wie gesagt, bei mir immer der Tag, wo das Telefon nicht stillsteht. Freizeitstress und ja, wer sich das Video von der Classic Expo angeschaut hat, vielen Dank dafür. Der hat festgestellt, dass einer meiner Rock'n'Roll-Brüder und Freunde und Clubbrüder damit beschäftigt ist, sich eventuell einen neuen fahrbaren Untersatz zu gönnen. Den schaut er sich jetzt gerade an, und da muss man dann natürlich ein bisschen hin und her simsen. Und der gute Mann wird dann später zu uns stoßen, und jetzt cool, schauen wir cool mal, was es da gibt. So, auf geht's.
Also das ist der Stand vom Nehammer Kali, da gibt es nämlich den klassischen Burger. Ja? Den Wutburger. Wellness ist in Österreich vorbei, danke. Danke, bis morgen. Deutschland, Österreich. Den haben wir wieder Maskenpflicht, na danke. Dann haben wir brasilianische Barbecues. Ich hätte mal gesagt, da haben wir jetzt schöne Menschen treffen. Grüß dich, hallo. Da ist sie, aber sie hängt schief. Kommt mir die bitte ins Oh mein Gott. Ja, die große Nadel. Mit der Kamera kann ich es vergrößern. Ja. Da haben wir die Pommes zum Wild Style mit verschiedenen Toppings. Das heißt einfach verschiedene Soßen dazu. Ja. Und der Wöginger hat recht. Die Biergärten sind voll, also die Bierbank. Ein Haufen Wutbürger. Dank der lieben Menschen, die schon vor uns da waren, wissen wir jetzt. Früher hat die Wildstyle 20 Euro gekostet. Im Zeitalter der Inflation haben wir jetzt 25 Euro. Ich finde einfach gleich einmal so 25% Preisaufschlag bei knappe 8% Inflation ist gerechtfertigt. Aber wie gesagt, die Stiegelbierbank kosten auch echt zum Herfahren unglaublich viel Ding. Und das ganz Gefährliche ist, der Roman hält es fest, wir stehen hier politisch total unkorrekt vor einem Langoschwagen, der wirklich aus Ungarn ist. Also ich hätte mal gesagt, geht einmal überhaupt nicht. Ja, ganz, ganz böse. Ja, wenn es so teuer ist, dann werden wir harte Verhandlungen führen müssen, wenn wir uns was kaufen wollen. Ich schaue mir nicht um eine kleine Geldbörse, damit ich mal wieder was in meine Hosen tragen kann. Aber schauen wir, ob Glück auf, wirklich Glück auf, hat es irgendwie bedeutet. Ich werde schon wieder beim mit Malerbahnhof begleiten vom Messezentrum der ehemaligen Infoteststraße gefilmt. Wohlgemerkt Malerband, weil das lässt sich idiotensicher entfernen, ohne Rückstände, ohne Schäden, damit man nicht sagt, wir wären eventuell irgendwelche linksversifften Vandalen, die was kaputt machen, sondern wir machen das einfach so. So, damit habe ich meinen Aufklärungsbeitrag zum Thema Darien für den heutigen Teil einmal erfüllt und hätte gesagt, wir kaufen jetzt mal Tickets. Also der sympathische Teil ist auf alle Fälle mal, dass sie quasi nur Barzahler machen. Hallo. Da wird für 25 Euro der Service, wie ihr seht, noch ausgegeben. Amazon. Auf die Fist. Dass man sieht, wo du da bist. Ne? So. Also ihr seht, im Oktober geht das Geld nach wie vor weiter. Aber wie gesagt, so eine ganze Messehalle und der gute Service wollen ja in irgendeiner Form finanziert werden. Kein Profi, der pickt mir wieder die Haare fest. So. So. Da werden böse Sachen verkauft, die man sich als Tabakprodukt unter die Lippe. Somit betreten wir jetzt die heiligen Hallen des Wildstyles und der Tattoos. Schon wieder das scheiß blöde Licht. Okay, da geht's. Mach ja wieder die blöden 6 Kerzlichter drin. Dann fängt zum Flimmern an, schau. Thank you.
Thank you, Patricia. Merci. Che sono sempre accende. Gracias para Gabriela. Danke schön, die Leute, Showgirls. Ja, und ich möchte ein Dankeschön aussprechen an den Mann, der hier ihre Rette auf die Bühne gekommen ist. So, nachdem du jetzt festgehalten hast, das gut genährte Körper in Österreich immer noch zu finden sind und wir den ersten Show-Act hoffentlich hiermit festgehalten haben, das steht uns heute quasi noch alles vor. Also ich hätte mal gesagt, wir haben dann in einer Viertelstunde bei Sin City Sideshow. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Klerusstadt Salzburg, wie sie Erzbistum dort Sin City. Und ja. Man muss festhalten, eine Halle 25 Euro, Ende ist um 20 Uhr, das ist Wildstyle in Salzburg. Früher gab es da quasi mit dem Kletten noch einen Stand eines unangepassten Undercover-Journalisten. Der ist seit einigen Jahren nicht mehr dabei, ich hätte mal so gesagt, ungefähr seit ja, der Pandemie. Ne? Keiner weiß warum, aber ja. Wer kletten ist, kennt euch selber goggeln, macht es wahrscheinlich eh nicht. Ist auch wurscht, der hat sich mehr mit dem amerikanischen Underground befasst, aber alles schön. Also wie gesagt, heute weiter durch die unglaublich große Halle und ja, da gibt's Drinks. Ich glaube, wir holen uns einmal ein Red Bull, oder Roman? Ja, okay. Ein bisschen bleiben jetzt doch noch. Aber sie haben hier zumindest vernünftige Hartplastikbecher mit einem Okkasionsband von 2 Euro. Wir machen ohne Becher, wenn es geht, sage ich wohl wieder. Wie viel? 15. Ja, dann hätte ich doch einfach so gestößt, das wieder in den Kühlschrank und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, zurück zur Classic K-Messe, gell, da war es mit 54. Ich hoffe, du hast es akustisch festgehalten. Ich hoffe auch. Der ja. Junge Mann mit dem nicht ganz akzentfreien und nicht besonders höflichen Unterton wollte für die zwei schlecht gespülten Plastikbecher, die wir nicht haben wollen, und 2 Dosen Red Bull 15 Euro haben. Also, man kann schon, wenn man will, ich will aber nicht. So also, ist es. Ganz im Ernst, da sterbe ich lieber in einer unglaublich einsamen Messehalle an Dehydration, bevor ich das zahle. Coole Taschen, ja. Aber auch hier sieht man Lederharness und BDSM-Equipment. Man muss einfach dazu sagen, das österreichische Volk ist, seitdem es eingesperrt wurde, Masken tragen musste, sich Nadeln hat lassen und so weiter, einfach in irgendeiner Form gewohnt dran und ja, dazu passt auch der Mann im Käfig. Ja, der wird schon wieder tätowiert. Ihr habt gar kein Klimaticket-Vorlagen da bei euren Stenzels liegen. Ich bin total enttäuscht. Nein, ich hab mir gedacht, nachdem die Gehwessler das vielleicht zahlt hat, da war das vielleicht was. Also, ja, das war zu teuer. Das verstehe ich. Aber ich hoffe ja wirklich, dass eure Maschinen ganz da quasi Strom aus der Steckdose von Wind. Ja, alles Ökostrom. Alles Ökostrom. Super geil, weitermachen. Alle Löcher stoppen wir. Servus, Freunde. Abonnieren nicht vergessen. Unbedingt, Jörg.
Namaste. Namaste. Glaubt ihr, es ist ein Katerl mit? Wirklich wichtig ist ja, dass du den Namen vom Studio festhältst. Ich wollte eben gerade auch fragen. Habt ihr ein Katerl? Haben wir alle schon hergegeben. Die sind ich schau auf den Endspurt hin. Die waren schon weg. Sind nicht gegangen wie die warmen Semmeln, oder? Ja. So soll es sein. Ja, so soll es sein. Gut, wir ruhig, gell? Da gibt es ein SEB-Shirt ja, mit Untertitel All Cats Are Beautiful. Also falls dann wieder irgendwann einmal ein Verfassungsschutz oder irgendwelche Zivilkopf sich daran stoßen, ihr seht, man kann dieses Motiv durchaus tragen. Klimaticket-Tattoos eigentlich auch. Daumen hoch! Nachdem ich hin bin, schau mal bei dir ein, das ging etwas schönes Klimaticket-Tattoo. Viel langweilig. Man sieht, die Nachfrage nach Tinte in der Haut als bleibender Wert in diesen schwierigen Zeiten, wo bedrucktes Papier immer weniger wert wird, ist noch gegeben. Außerdem kann man sich ja da quasi Statements in der Haut verewigen lassen, bis an dem Standl da hinten hat. Man hat es dann sozusagen lebenslänglich, also das, was der Österreicher eh schon mal eingesperrt gewohnt ist. Ja, Gehweißler Klimaticket-Tattoos sind relativ selten, schade eigentlich. Da haben wir jetzt einen Stand mit Patches, da werde ich jetzt einmal schauen, ob es da was Wildstyle-mäßiges gibt. Also zum Beispiel so Z28310 in Proud of oder Fuck the Government oder was man da heute so machen kann. Ich gehe davon aus, nein, weil das wäre dann vielleicht zu wild, aber wir schauen einmal. Ich hätte einmal gesagt, da geht es vorrangig um den Musik- und Metal-Markt. Das erkennt man immer dann, wenn diese Schriften so schön verschnörkelt sind, dass ganz viele Leute das nicht einmal nüchtern mehr da lesen. Aber nachdem wir ja inzwischen wissen, dass sie nicht einmal wissen, was Inmate oder Austrian Correction Camp for Unvaccinated and Political Riot, das heißt... Die Trash Zone etwa, die Müllablage. Hätte gesagt, das wurscht. Aber das ist noch immer ein bisschen Zeug. Da hört man Elvis. White Finger Death Punch? Ja, das ist eine Band. Das ist keine Katzenmotiv, möchte ich gleich erwähnen. Keine Ahnung. Mal hinter den Vorhang auf die Zwei. Na, da in der Schmuckabteilung. Ja, was denke ich, Schmeide? Ich meine, ich müsste mir zuerst eine Musterung geben lassen, damit mir neue Finger wachsen.
Aber ich habe mir gedacht, da wo wir jetzt so Thors Hammer haben, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ein Freund von mir wegen einem Wotansknoten, also einem Symbol aus der nordischen Mythologie, jetzt als Wiederbetätiger verurteilt wurde. Wotansknoten, echt? Wotansknoten, ja. Das ist eine nordische Mythologie, das hat das jetzt unbedingt mit rechts zu tun. Ja, das macht nichts. Das ist in dieser Woken politisch... Hat da irgendwas eingefügt oder... Nein, nur der Wotansknoten. Das ist ja wohl... Aber was nicht, das Motto dazu ist Idee hier, also für alle, die es nicht erkennen können, das ist ein Sigi Maurer zum Umhängen in Silber. Also das sind jetzt echt tolle. Da haben wir für die Ohren. Harry, Vorsicht, hinter dir schaut. Ja, da haben wir wieder Runen, da können wir auch wieder dran erinnern, da haben wir jetzt auch wieder ein Problem. Ne? Ihr wisst ja, da gab es schon mal was mit einem T-Shirt von einer Band, ganz schön. Da haben wir auch das böse Zeug mit Rock'n'Roll und so. Also, ich finde es immer so nett, dass man für alte Menschen diese Patches bis zum Boden macht, die müssen wieder hinlegen, damit ich es lesen kann, was da oben steht. Du brauchst polierte Schuhe. Wenn wir da draufstehen. Skin Dread, okay. Ja, sie haben auf alle Fälle mal auch mit dem Scrank jetzt was, was ich auch kenne. Ne? Ich bück mich da jetzt trotzdem einmal ein bisschen. Ganz böse Symbole. Als nächstes haben sie vielleicht noch irgendwo eine 13 oben oder so. Zumindest ist keine ukrainische Flagge mal zum Sehen. Das ist schon mal üblich. Nein, und sie haben auch die Deutschlandflagge richtig rum eingereiht. Damit meint er jetzt aber nicht diese Reichsbürgerfahne, die ist verkehrt rumhängen, sondern dass der Staat Deutschland in Notstand ist. Gell? Nicht verwechseln. Muss man dazu sagen, sonst meinen sie wirklich toll Stray Cats. Ja? Eine gute Band, Stray Cats, kann ich auch noch empfehlen. Johnny Cash? Oder wie? Und das ist nur Cash gerade? Das ist Johnny Cash. Ah ja, Johnny Cash, meine Damen und Herren und diversen. Da haben wir auch wieder ganz böse Runen. Naja, also wenn ich mir manche Sachen hier so anschaue wie das, muss ich ja sagen, ich kenne das nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob dies immer so problemfrei ist. Nein. Manowar hast du denn sozusagen? Ah, Manowar. Ja, Manowar kenne ich, aber das Logo dazu kannte ich nicht. Manowar hat unter anderem, na schau, ist aber leider Gottes nicht schön gestickt. Ja, der Finger, den musst du schon wissen. Auf der edleren Ausführung. Ja, es ist halt mit Flammen, ne? Ja. Nummer Queen, Pink Floyd. Und interessant. Da, schau her. Okay. Dann wieder ein Stickefinger von Lenny. Ja, ich halte es fest, sie sind leider Gottes teilweise von der Verarbeitung nicht sehr hochwertig. Ja, stimmt, stimmt. Für drei Patches. Wie viel? Für drei Patches. Nee. Also ich glaube irgendwie, dass die Inflation gewaltig zugeschlagen hat. Also wenn ich noch zu einer Geldtasche komme, glaube ich, werde ich es mir auch nicht kaufen, wenn die Preise wirklich so horrend sind.
Nein, also zur Erklärung, ja, so ein Patch kostet üblicherweise bestenfalls 5 Euro das Stück. Ja. Das heißt, 3 Patches 15 Euro, wenn ich jetzt sage, machen wir einen guten Preis, weil ich nehme 3, wären 10 Euro sicher fair gewesen, weil die wären in China für Massenware 1000 Stück für ein paar Euro produziert. Ja. Ich weiß das, weil unsere Club-Patches in höherer Qualität auch Geld kosten, aber wie gesagt, also für 3 Patches 20 Euro und das soll dann der gute Preis sein, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Hier wird ordnungsgemäß mit Mundschutz tätowiert. Die Woke-Ecke gewesen. Hat man Termine frei? Da ist man auf einer leidensfähigen Stelle unterwegs. Stadion! Da könnt ihr die Kräfte messen. Da kann man Kraft messen, oder? Könnt ihr gerne machen, ja. Da könnt ihr einen Stier bei den Hörnern nehmen. Das ist ja kein Stier. Ja, es zerstört nicht die Illusion. Also nachdem wir die Außenrunde fertig haben, machen wir jetzt die Innenrunde und dann sind wir in einer halben Stunde theoretisch mit der Wildstyle vollends fertig. Wir werden uns aber natürlich noch die nächste Show anschauen, weil so eine Sin City Show natürlich auf alle Fälle auch sein muss. Und ja, ich bin total begeistert, beeindruckt und keine Ahnung was. Hast du wieder was gefunden? Nein, das ist der Stand vom Veranstalter, also vom AOA selber. Und da nehme ich mir heute halt ein bisschen Werbematerial mit, damit du auch was zum Einfügen hast, sofern man bei der Nachbearbeitung noch irgendwas erwähnen muss. Hula Hoop, ne? Hat man damals gemacht und das traut sehr gern, wenn man das macht, so kommt das macht Schlag. Die klasse Erfindung der 50er Jahre mit Hula Hoop, Mann. Ich glaube, genau. Das habt ihr nicht gehört. Na dann, das schauen wir uns da.
Frau sagen sollten, dass ein Wildstyle-Video nicht zur Nachahmung für die lieben Kleinen daheim geeignet ist. Auch wenn es sich um ein leeres Bierfass handelt. Aber nachdem die lieben Kleinen ja in der Regel irgendwo festkleben, um die Welt zu retten oder TikTok-Videos schauen, ist es wurscht.
Minuten gibt es dann ein Programm, besonders für unsere jungen Besucher, Weltklasse-Akrobatik im Freakshow-Style. Und es geht dann auch gleich im Showprogramm durchgehend bis zu den Konzerten von Speed Limit und Udio. Circa 20 Minuten, dann geht es hier weiter. In der Zwischenzeit, Dankeschön, schönen Aufenthalt auf der Rheinstein. Wow, Akkuwechsel und wir machen einmal eine Laufpause. Da wird jemand entjungfert. Du hast das Licht gesehen? Ja. Schön brav die Ein- und Ausgangsrichtung beachten, gell? Naja, das macht Sinn. Da kann man noch nicht einmal was sagen. Ja, nicht gegen die Joggingrichtung beim Seelaufen. So, und meiner eine wird sich jetzt eine Lungentherapie gönnen, dafür produziere ich ein Räucherstäbchen. Ich wollte gerade sagen, das hast du völlig falsch ausgedrückt. Wir machen jetzt einfach bei so viel positiv aufgeladener Stimmung, so viel Tinte, die durch den Körper pulst, keine Power-Meditation, wie wir sie sonst machen, sondern der Roman macht jetzt einmal mehr mit ganz, 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 ganz viel Liebe eine Räuchersession und macht da mal ein Räucherstäbchen an. Sag dich doch, zur Lungentherapie extra. Doppelt gemoppelt. Ja, nachdem du ja deine Lunge nicht mit Maske geschädigt hast, sondern nur mit Tabak, hätte man gesagt, geht das ja, ne? Der Tabak hat mich vor dem gefährlichen Virus befreit. Ja, der dann. Hat ihn abgekillt. So, und jetzt rauche ich eine. Hast du zufälligerweise Red Bull auf? Red Bull Dose trinken? Ja. Okay. Da mir jetzt gescheit ist oder ich bin jetzt. Nein, das ist mein Zwischenfrühstücksding, damit ich in der Halle nicht vom Fleisch will, weil das ist so groß. Okay. Sollte mal so einen Korntag Käse Oregano probieren. Grüß dich, Meister. Kriege den Korntag mit Käse Oregano. Also, so schaut jetzt leibhaftig aus. Naja, okay. Ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber es ist das erste Mal, dass ich einen Korntag esse. Also ich weiß nicht, ob die generell so wie Styropor schmecken. So, da steht ganz groß Drinks, Drinks, Drinks.
Okay, ich sehe, da gibt es auch ein Würstchen drinnen. Das habe ich vorher nicht angebissen gehabt. Mal schauen, ob es noch anders da schmeckt. Ja. Ja, okay, klar. A long way to sell some drinks here. Successful weekend? It's the last weekend anyway. Thank you. For the season. Danke schön, Meister. Good luck, bye bye. Yeah, thank you. Enjoy. Bye. So, gehen wir mal in die Tür. Bis Man kann nämlich mein Langosch noch auf Betriebstemperatur abkühlen. Der freundliche Ungar hat nämlich gesagt, Vorsicht heiß, und dir sage ich, er hat nicht gelogen, es ist Vorsicht heiß. Ah. Zumindest haben sie noch gute Mucke. Gell? Mit Johnny Cash, meine Damen und Herren, und diversen. Mit Sicherheit nicht. Was ist da gefährliches Zeug da verdicken? Was für ein Ding? Gefährliches Zeug. Ja, ja. Alles schwarz. Jetzt mal schauen, was ich da kriege. Eine Waffe! Dafür haben sie ja Plastikstrohhalme. Ja, aber ich stelle einfach fest, dass unsere Buren wieder ein bisschen Spaß draus haben. Das auch. Und wie gesagt, drei Patches für 20 Euro Messe-Sonderpreis. Zwei Dosen Red Bull für 15 Euro Messe-Sonderpreis. Also ja, Salzburg. Sagt in der ehemaligen Info-Teststraße mal wieder was kann. 4,50 finde ich okay, so wie da jetzt, aber drinnen, das ist echt brutal. Das ist wirklich brutal. Ja, für das, dass die Klassiker-Messe um einiges größer war, 10 Euro günstiger, gell? Nein, nicht ganz. War der 15 Eintritt? 17. Ja, knapp halt dran. Ja, nicht so gut aus. Und das, obwohl man festhalten muss, dass es proportional in Österreich nicht erst seit der tollen Aktion von der Frau Gehwessler mehr Tätowierte als Oldtimer-Fahrer gibt. Ja? So, sie verbreitet jetzt hier ein Wuhan-Virus woanders weiter. Ah, unglaublich. Corona-Epizentrum. Nein, also unglaublich. Eine mit Masken oder was? Nein, die ist jetzt, die hat sich hingesetzt, hat drei Ramen gegessen und hat ungefähr 500 Mal gekurst. Also, wenn irgendjemand mal sagt, der Virus war ein Wildtyp aus Asien und nicht aus dem Labor, dann kann ich da sagen, ich habe den allerersten Wirten gefunden. Er ist neben mir gesessen, auf der Wildstyle. Also, die sorgt für die Herdenimmunität. Ich wollte gerade sagen, ihr seht, wir brauchen gar keinen Booster, wir machen einfach Wildimmunisierung. Ich spiele heute echt gut, dafür eine Energie wird, aber dieses Mal, alle bitte, geben Sie mir ein bisschen Energie. I promise, I give you a good feeling back. If you feel, I can do this. Say yeah! If you guys don't think, I can do this. Say yeah! Das selbe Publikum, ja? Okay, Salzburg, if you don't care what I do, say yeah! Ich hoffe, es wird begeistert. Echt fantastisches Publikum. Vielen Dank, everybody. Ich freue mich echt wohl hier auf der Bühne. Dankeschön, everybody. Now, the last bit of the show. Ich mache das nur einmal, es wird ganz schnell. Ich kann nicht leider garantieren, dass du kein Blut auf die Bühne gibst. But no problem, this is a freak show. I really do what I do. Thank you so much, everybody. Enjoy the show. Music, everybody.
I know you want to see more. I will show you more. Now I am going to attempt to say my name off. Over here. Over here. Danach kommt die schwierigste Teile, liebe Zuschauer, die Auskugel. Die Auskugel. Meine Mutter ist sehr stolz auf mich. Ja? Auskugeln. Kinder, liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen, okay? Mach das in der Schule. Ist gut, ja? So, guys. Everybody, please watch what you might be saying. Sending the left arm over here. That's the dislocation. Here we go. One, two, three. Make this out. Oh my God. By the way, ladies, I'm single and very flexible. Yeah. Normalerweise, jetzt klatscht die Publikum. Whoa! All right, this is our turn. So guys, watch everybody. From the best out and from the house to the highest mark. One, two, three. Shh. Oh my God. Come on! Hey, ladies and gentlemen, now I will risk my future generation, meine Zukunft, for your entertainment, SITS, fantastischer Publikum. Dankeschön, everybody. Schönen Abend noch immer wild sein. Aber dann jetzt, everybody, please. Put your hands together, give me some love. Get in for me. Habe ich nicht zu viel versprochen. Mega sympathisch und sensationell die Show. Jetzt kommt auch gleich unser Stargast hier auf die Bühne. Er ist aus den Vereinigten Staaten und das ist ein bisschen das Programm der anderen Awards. Das ist really heavy freak show stuff. Das heißt, nichts für schwache Nerven. Und nach ihm geht es dann auch gleich weiter mit dem Showfinale. Bis zu den Konzerten von Speed Limit und UDO. Liebe Salzburger, jetzt sind wir ja da schon viele, das ist ja schon schön, aber rückt an die Bühne ran. Ihr braucht euch da hinten stehen, es ist jugendfrei, es tropft nichts raus, es rinnt nichts weg. Kommt an die Bühne ran, seht ihr besser. Der Mann ist, wie gesagt, sensationell. Gebt ihm einen großen Applaus. Liebe Salzburger, welcome on stage. Enigma the Puzzle Man! Ladies and gentlemen, do.
Das ist ja nicht nur zwischen praktischen Motiven.
Thank you.
nichts sauber haben. Das war ein Jahr ab. Wenn man ihm nach der Bedeutung seiner Tätowierung fragt, dann sagt er eigentlich ganz logisch, alle Puzzle sind an der Rückseite blau und nur die Oberfläche ist bunt und die ist bei ihm eben innen. Ich denke, eine wunderschöne Metapher. Liebe Zuseher, jetzt geht es hier weiter mit dem Showfinale. Das heißt, ich werde alle Künstler hier auf die Bühne bitten und sozusagen ein Best-of im Schnelldurchlauf. Und ich bitte den Herrn Kapellmeister, unsere finale Musik hier zu starten. Liebe Salzburger, liebe Weinsteiner, Weinstein hier in Salzburg 2023, das waren die atemberaubenden Weinstein Showgirls. Patricia, Dürte und Gabriela. Weinstein Salzburg, das war das gefährlichste Paar der Ende. Georgi und Maria, Ramon, der Sitzen in Sancho. Mega sympathische Kyros, der Frühstück-Band! Ja, unser Gast da aus den Vereinigten Staaten, endlich mal der Postelband! Die Weißel ist mittlerweile mit über 2,5 Millionen Besuchern Europas erfolgreichste Tattoo-Show. Und wir sind stolz darauf, dass sie massiv zur Akzeptanz von Tattoos in der Öffentlichkeit beigetragen hat. Er ist ein Urgestein der österreichischen Veranstaltungsszene und hat mittlerweile noch 4.500 Veranstaltungen und 2.500 Caterings durchgeführt, unter anderem Metallica, Madonna oder für die Rolling Stones. Liebe Salzburger, welcome on stage der Erfinder und Produzent der Weinstein, Jochen fucking Auer! Konzerten von Speed Limit und Uneo weitergeht. Verabschiede mich schon. Ich sage Dankeschön. Es ist so toll in Salzburg, bei euch hier auf der Bühne zu stehen. Es ist als Künstler ein tolles Gefühl. Ich sage Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns wieder, was heißt Weinstein 2024 hier in Salzburg. Danke!
Fußball und der Tom Rose. Die drei Hockeyboxen. Der Passmoment hatte mal eine Rolle bei 8X. Ja. Bei 8X hatte der Passmoment mal eine Rolle. Erklärung, ich habe diesen Monat im Rockhaus auch wieder ein paar Dienste ausgefasst, nachdem es in der Nacht Gastro jetzt etwas ruhiger geworden ist und ich nicht mehr 6 Tage die Woche oder 6 Nächte die Woche auf Verhaltensoriginelle aufpassen muss, fülle ich meine Lücken, um weiterhin einzahlen zu können ins tolle System, jetzt an meinen freien Tagen, in dem ich anderwärts arbeite.
gleich gesagt, wir verlassen Salzburg. 17.15 Uhr Wildstyle mit einem Regenbogen-Einhorn. Haben wir das alles gesagt? So, machen wir jetzt einen Bauer-Meditationskreis. Jeder ein Räucherstäbchen, lauf. Nehmt euch bei den Händen. Nein, wir nehmen uns nicht bei den Händen. Wir gehen. Wir sehen uns gut. Alles klar, bis dann. Ja, also Fazit. Am Grillstandl geht der Rauch auf. Da drinnen wird mit langen Haaren geschüttelt und nicht gerührt gerockt. Ja, wie gesagt, Preis maßlos überteuert, Halle klein, Angebot unglaublich wild, also schaut euch das Video nicht an, wenn ihr schwache Nerven habt, war das wild. Damit sind wir jetzt einmal mit ganz viel Liebe, Regenbogen wisst ihr, draußen und der Roman steigt dann ein, wenn es da weitergeht, wo wir das Video wie angekündigt mit Toiletten beenden können. Dranbleiben, es ist weiterhin Rocktober und damit bald Halloween und es ist spooky, wie gesagt, da hinten sind so die Nebelschwaden vom Grill auf und ja, von der Autogeschichte wissen wir noch nichts. Ich glaube, das Autoradio war so laut, dass mein lieber Freund, Clubbruder und Rock'n'Rollbruder da jetzt einfach einen Gehörsturz hat. Wer nicht weiß, um was geht, müsst euch halt Romans Videos anschauen, dann hättet ihr die diabolische Karre mit dem DJ-Mischpult am Armaturenbrettl gesehen. Und ja, wir verlassen hier jetzt einfach bei so viel wildem Publikum einmal den Vorplatz, weil wenn dies ansteckend wird, da wäre ich vielleicht noch wilder. Muss mir ja so schon am Kicker haben, wisst ihr, zur Schaustellung verbotener Symbole. Damit sind wir raus. Euro quasi Red Bull Dosen, zwei Stück leisten kann, dann hat er eventuell auch nur einen Fünfer für Darian über. Hältst du da gerade fest, dass die Veranstaltung ein bisschen für den Arsch war? Ich sag nichts, Anja Anwalt. Ja, ein spektakulärer Einsatz. Das ist nicht, weil die Schüttel umgefallen ist, es ist nicht wegen der Bürgermeisterin, die Einsatzleitung ist einfach voll am Einsatzleiten. Da vorne rennen die Herrschaften von der Trachtentruppe mit der Warnwesten auf der Straße rum. Ich sag ja, Action Stadt Salzburg, alles ein Wahnsinn. Ach, wir werden das nicht weiter dokumentieren, der Roman steigt ein, wenn wir wieder ganz im Sinne vom Kanksler beim Bürger sind. Bis dann. Na, so viel wären wir ja nicht, oder? Ja, doch. So, der Roman hält fest, es ist finster in der wilden Stadt Salzburg. Wir sind vom Erzbistum zur Messehalle und ohne Power-Meditation und Fandal im Kreis tragen. Jetzt, wie der Roman festgehalten hat, bei Susi Steiner. Was ich jetzt da drin ist und was wir da drinnen Rock'n'Roll-mäßig, clubtechnisch und so intern besprechen, geht euch eigentlich nichts an. Deswegen sage ich nur, wir werden da jetzt ein bisschen Schätze verteilen und ja, der Roman wird dann eventuell irgendwann, wenn es was wirklich Relevantes gibt, nochmal einsteigen. Wir sind jetzt nämlich einfach bei der Fütterung, ganz im Sinne des Kanzlers und wisst ihr, Alkohol, Psychopharmaka und Burger. Zu Alkohol und Psychopharmaka haben wir demnächst mehr, also dranbleiben und wir sind jetzt einmal draußen und gut, ist es so. Wie es dann drinnen ausschaut, können wir das eine Video verlinken, wo sie das Konzert gehabt haben. Ja, genau. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, gute Nacht Österreich, falsch, gute Nacht armseliges Österreich, da hinten kommt schon das nächste Blaulicht daher, plötzlich und unerwartet und ja, du machst einfach einen Kameraschwenk, damit man sieht, dass ich nicht lüge, dass da wirklich plötzlich und unerwartet das nächste Blaulicht daherkommt.
Ihr seht wilde Stadt Salzburg. So, da fahrt einer mit quietschenden Reifen ums Eck. Wir gehen einmal da rein. Du gruselst schon wieder, es ist immer dieses Zuchthaus. Ja. It's 2 days since you went away. Kitty, how you gone astray? Looking for a place that I love. Baby, won't you come on back? I'm beating the devil's statue. Sitting here waiting for you. I'm feeling blue.